Tesla. Dieser Name war vielen sicherlich bisher kein Begriff. Das dürfte sich in den letzten Tagen geändert haben, denn der Produzent von Elektroautos tritt den arrivierten Hersteller kräftig in den Hintern. Ich grüße euch und hoffe, es geht euch gut. Ja, Tesla, dieses Unternehmen hatte es mir schon vor rund 2 Jahren angetan. Ich habe da im Trading-Brief drüber geschrieben, weniger aufgrund der Story, die ist natürlich spannend, wie bringe ich Elektroautos in den Massenmarkt, sondern vielmehr, weil ich mich mit dem Gründer Elon Musk beschäftigt habe. Der ein oder andere, der aus der Branche kommt, hat diesen Namen vielleicht schon mal gehört, denn Elon Musk hat PayPal gegründet und dann für 1,5 Milliarden an eBay verkauft. Das hat ganz gut funktioniert, besonders wenn man bedenkt, dass der Kerl ungefähr so alt ist wie ich. Ja, eine ganz akzeptable Bilanz bisher und genügend Kapital, um sich damit andere Träume zu verwirklichen. Und Träume hat er. Unter anderem hat er gesagt, ich möchte Elektroautos bauen und ich möchte Elektroautos in einer Stückzahl bauen, dass ich sie in die Massenfertigung bringen kann. Das ist ihm bisher zum Teil gelungen. Also bisher war die erwartete Absatzrate für 2016 80.000 bis 90.000 Stück. Es geht da im Wesentlichen um das Modell S und dann haben sie, glaube ich, ein Modell X, also X noch. Das ist ein Geländewagen. Und wer einmal in so einem Fahrzeug gesessen hat, dem wird, ja, eins wird ihm sofort auffallen. Ich bin kein sehr guter Geräuschimitator, deswegen kann ich euch nicht vormachen, wie es klingt, in einem, weiß ich nicht, Porsche, BMW oder Mercedes zu sitzen. Ich kann euch aber hervorragend vormachen, wie es klingt, wenn ein Tesla beschleunigt. Es klingt nämlich so. Ihr hört nämlich nichts außer leisen Windgeräuschen, also rein elektrobetrieben. Und das Faszinierende daran ist zum einen, der Innenraum sieht futuristisch aus, gefällt mir persönlich sehr gut. Jedes andere Auto wirkt dagegen irgendwie antiquiert. Ein riesen Bildschirm in der Mitte, relativ einfache Bedienung, totale Konnektivität, also ihr seid mit dem Internet verbunden, ihr könnt auf eure Playlist zugreifen. Das, ja, ich bin ja nicht mal ein Digital Native, deswegen weiß ich gar nicht, wie oder beziehungsweise was man alles heute machen kann, wenn man sich nur mit dem Internet beschäftigt. Aber es ist beeindruckend, wie dieses Fahrzeug von innen aussieht. Was mich noch viel mehr beeindruckt, ist die wahnsinnige Beschleunigung. Klar, elektrische Kraft, das bedeutet, die Kraft steht sofort zu 100% zur Verfügung. Enorme Beschleunigungswerte und ihr hört nichts. Fühlt sich wirklich ein bisschen wie bei Captain Future an. Also, das ist das eine. Und ja, der andere Aspekt, der in den letzten Tagen hinzugekommen ist, ist, dass das neue Modell 3 oder 3 in den USA rauskommt und innerhalb von 4 Tagen gab es 275.000 Vorbestellungen. Das ist Wahnsinn, das ist auch mehr als Tesla selber erwartet hat und genau das sorgt natürlich dafür, dass die Aktie momentan überall in den Medien auftaucht. Denn man musste, um dieses Fahrzeug vorzubestellen, 2017 kommt es auch nach Deutschland, für 35.000 Dollar bzw. 31.000 Euro dann in Deutschland um den Dreh in der Basisversion. Man musste also 1.000 Dollar schon mal vorab bezahlen, nur für die Vorbestellung. Das ist eigentlich eine Hürde, bei der man denken würde, da lässt es der ein oder andere bleiben. Aber dennoch fast 300.000 Vorbestellungen in nicht mal einer Woche. Das ist ein enormer Erfolg. Hat natürlich auch der Aktie geholfen. Und die Frage ist, ist das jetzt ein lohnendes Investment? Sagen wir mal so, ich finde die ganze Story extrem spannend. Und ich finde es vor allen Dingen sehr amüsant, dass es offensichtlich einen Hersteller schafft, der noch nicht mal 10 Jahre am Markt ist, den altbekannten Herstellern wie Daimler, VW oder BMW zu zeigen, es geht, die Leute wollen Elektroauto haben, aber sie wollen keinen E-Golf zum Preis von 5er BMW, sondern wollen sie ein ernstzunehmendes Produkt haben mit einer anständigen Ausstattung zu einem Preis, der angemessen ist. Dann kaufen sie es auch. Und genau das beweist Tesla jetzt gerade und das wird den Herstellern natürlich zu denken geben, denn die sind bisher davon ausgegangen, der Kunde will einfach keine Elektroautos. Und dann gibt es irgendwelche Spekulationen darüber, ob eine
Prämie oder Steuerbefreiung, das ist doch kokolores, das ist doch keine freie Wirtschaft, wenn man Leute dazu animieren muss mit viel Geld, dass sie irgendein Produkt kaufen. Da ist ein Produkt, das ist das Geld wert und das will der Kunde haben und dann kauft er es auch. Das wissen die großen Hersteller spätestens seit diesem Wochenende und werden vielleicht entsprechend reagieren. Und das ist natürlich auch die Gefahr für Tesla. Denn Tesla verkauft nicht nur in diesem Jahr dann und im nächsten Jahr viele Elektroautos, sondern Tesla macht enorme Schulden. Also das Unternehmen ist hochverschuldet, es ist zum Erfolg verdammt, ansonsten geht die Sache schief. Denn sie werden nicht nur, sie brauchen auch noch enorm viel Geld, weil Tesla bzw. Elon Musk auch noch gesagt hat, er möchte die größte Batteriefabrik der Welt bauen. Ist schon dabei, macht natürlich auch Sinn und er setzt diese Standards auch frei. Dahinter ist der Gedanke, dass alle anderen dann natürlich auch seinen Standard verwenden. Also durchaus ein cleverer Gedanke, aber eben extrem kapitalintensiv. Und das Geld, was Tesla schon ausgegeben hat, das muss es erstmal wieder verdienen. Dass der Mann vielleicht nur mit einem Bein auf dem Boden ist und mit dem anderen Bein knapp darüber schwebt, sieht man schon daran, was er für andere Unternehmungen hat. Wie gesagt, hochspannend, aber ganz sicher kein Witwen- oder Waisenpapier. Guckt euch mal an, in seiner Vita könnt ihr sehen, er hat auch noch das Unternehmen SpaceX. Sehr interessant. Jetzt ratet mal, was das langfristige Ziel von SpaceX ist. Es ist die Kolonialisierung des Mars mit Menschen. Ja, den Mut muss man erstmal haben, das auf eine Internetseite zu schreiben und dafür Geld einzusammeln. Ich finde es total klasse, solche Visionäre haben die Welt schon immer verändert. Es ist nur die Frage, ob ihr dabei sein möchtet. Wenn ihr die Aktie kauft oder kaufen wollt und das unter dem Bewusstsein, dass es extrem spekulativ ist, also wirklich nichts, was man sich hinlegt und dann über Jahre unbeachtet im Depot liegt. Man muss die Entwicklung genau verfolgen. Dann auf gar keinen Fall jetzt. Jetzt ist die Aktie, jetzt ist die Aktie sowas von gehypt. Jetzt ist sie überall in den Nachrichten. Das wird also vermutlich jetzt der schlechteste Zeitpunkt sein, um die Aktie zu kaufen. Also, verfolgt die Story, ist absolut spannend, aber die Aktie ist definitiv nur etwas für Leute, die sich dieses enormen Risikos bewusst sind. Das war's von meiner Seite für heute. Wenn ihr dazu Fragen habt oder etwas sagen möchtet, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten sehen wir uns wieder, ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut. Du willst wissen, wie du dein Geld trotz Minizinsen seriös und sicher vermehren kannst und wie du dich für die Zukunft absicherst. Erfahre alles zum Thema Geld über Aktien und Fonds, über Lebensversicherung und Bausparen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Ich freue mich auf dich.